Geht schon los? Song Battles Tag 2. Gestern lief's für Ben nicht so gut. 6 Punkte Rückstand. Tja, ich bin ja bekannt für meine Endspurts, ne? Das stimmt. Der Schlusssprint. Der Schlusssprint. Weil Bernie war richtig gut. Die nächste Challenge. Gemischtes Hack. Ihr hört jetzt Minischnipsel von mehreren Songs und müsst sie erraten. Auch hier gilt wieder, Titel und Interpret oder Interpretin gibt einen Punkt. Bei falscher Antwort Punkt für den anderen. Das kannst du jetzt. Wenn du es kurz hörst, dann hast du den Song. Nee, da bist du so das gut drin. Das mit Übersetzen und so ist okay. Das, ist nee, da bist du so gut drin. Das ist genau Jessica, wenn sie im Auto sitzt. Okay, geht los, Ben, komm. Na, zu schwer? Gut, ein kleines Stück länger. Ja. Ich weiß es. Aber ich weiß nicht, ob der Titel so heißt. Ich weiß nicht, ob der Titel so heißt, dann wie der Satz, mal, der jetzt kommt. Dir leisten. Drück doch einfach mal. Und wenn du jetzt gewinnst, Jessica, dann bin ich richtig furzipups böse auf dich. Der Song ist jetzt I Can See the Fire in Her Eyes. Und ich glaube, der Song heißt In Her Eyes. Richtig! Und von wem ist das? Ach so, ja. Ah, nein! Nein! So call me for the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. Also Jess? Kygo. Falsch. Tut mir leid, Jessica, ist leider mein Punkt. Ben verkürzt um einen Punkt. Nur noch 8:3 für Jess. Krass, du holst auf. Ätzend. Jason Derulo. Stimmt schon mal. Mit Savage Love. Super. Savage Love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't care too folks. 9:3 für Jess. Ja. Celine Dion, My Heart Will Go On. Richtig, Ben. Da ist er! Jason Derulo, Celine Dion! Kriegt dafür zwei? Kriegt dafür zwei? Nö. Oh, herrlich. Oh ja, das weißt du. Oh, das war schnell. Keine mal. Was? Du musst jetzt lösen, wenn du schon gedrückt hast. Alter, so sieht's aus. Das ist Tupac mit... Mit? Ich weiß es. Ah, fuck. Changes. Stimmt. Na Ben, geht doch. Nur noch 9:5. Ja, Zocker. Annemarie Kantereit, Pocahontas. Annemarie wer? Annemarie Kantereit. Also Annemarie heißen die nun mal wirklich nicht. Annemarie Kantereit. Du hast gesagt Annemarie. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Also. Jetzt. Wieder Punkt für Ben. Da ist er, da kommt er. Der berühmte Ben-Endsport. Okay. Mhm. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Gar nicht. Wie heißt er denn? Das ist dieser ey, der so auf Wannabe George Michael macht, weißt du? Mit ich weiß, Ohren. Wie er heißt, aber ich sag, weil ich beides brauche, sage ich jetzt gar nichts. Sam Smith? Ja?
Und der Song heißt, glaube ich, With You. Leider nicht. Nein. Das ist schon gut. Luftcheck. Ey, was ist denn jetzt mit deinem Endspurt, Ben? Jazz ist schon zweistellig. Okay, das war ein bisschen kurz. Nochmal ein Tick länger. Tones and I Dance Monkey. Richtig. Ja. Der aktuelle Stand 11-6 für Jazz. Ja, Mano! Zeit für die nächste Rubrik. Sing It Emoji heißt so viel wie ihr seht gleich Emojis und müsst erraten, welcher Song und von wem das sein soll. Boah, das ist richtig schwer. Ja, aha, verstanden. 2, 3, go. Ja. Rihanna Umbrella. Sehr gut, Dani. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ben holt auf 7-11. Sehr gut, Dani. Nächster Song. Fly me to the moon. Michael Bublé. Ja, aber wer hat's vor ihm gesungen? Frank Sinatra, glaube ich. Ja, richtig. Sehr gut. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. Wir jetzt tippen, guck mal. Ja, da freut sich aber einer. Wieder ein Punkt mehr für Ben. 8-11. Wie so ein kleines Kind. Und weiter geht's. This girl is on fire, Alicia Keys. Weder noch. Echt? All the good girls go to hell. Cause even God herself. Da wird's ja noch mal spannend. Nur noch 9-11. Was ist denn mit dir? Boah. Das internationale Atomzeichen, weißt du, ne? Hallo? Ich hab aus Versehen gedrückt. Gedrückt. Sag die Antwort. Ich würde jetzt sagen, Foo Fighters Automatic. Ist falsch, ne? Richtig, ist falsch. Und damit geht der Punkt an Jazz. So, letzter Song. Ich habe schon wieder nur das eine. Es ist Kings and Queens. Titel stimmt. Von Ava Max. Stimmt auch. Ja! Und damit steht die Siegerin des Song-Battles fest. Jazz mit 13-9 Punkten. Glückwunsch! Oh, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, fand ich nicht. Also die erste Runde fand ich richtig rotze. Das war mega spannend. Und ich traue mich mal knapp zu sagen, ich wünsche mir eventuell eine kleine Revanche. Sehr gerne, da habe ich richtig Bock drauf. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle, wenn wir manchmal so Sport-Battles machen und du mich immer abziehst, obwohl ich Sport mache. Das ist ja gut jetzt. Leute. Aber es hat mega Spaß gemacht. Hoffentlich euch auch. Bis bald. Tschüss. Ihr nehmt mit. Jetzt mein Glücksbagger. Der Glücksbagger. Geh jetzt. Wie läuft denn hier?